Sie ist der Gipfel des Kalten Krieges. Gemeint ist die Kuba-Krise des Jahres 1962. Und mit dieser Kuba-Krise des Jahres 1962 wollen wir uns in diesem Video einmal genauer auseinandersetzen. Bevor wir allerdings auf die Krise blicken und auch schauen, wie kam es überhaupt zu dieser Krise, will ich ganz kurz auf zwei andere Videos verweisen. Nämlich das Video zur kubanischen Revolution des Jahres 1959 und das Video zur Invasion in der Schweinebucht des Jahres 1961. Denn diese Videos sind durchaus hilfreich, um die Kuba-Krise zu verstehen. Sie bilden ja sozusagen die Grundlagen für diese Kuba-Krise. Und wer möchte, kann sich auch diese Videos anschauen. Unten in der Beschreibung sind die Links oder ihr benutzt die Infokarte, die zu diesem Video oben rechts verfügbar ist, um auf diese Videos zu kommen. Gut, wir schauen uns jetzt das Wichtigste der kubanischen Revolution und dieser Invasion in der Schweinebucht auch nochmal an, um auch zu verstehen, wie kommt es jetzt zu dieser Kuba-Krise. Und wir beginnen mal mit dem Januar 1959. Da ist es so, dass die USA nukleare Mittelstreckenraketen in Italien, und zwar in Apulien oder im italienischen Puglia, und in der Türkei stationieren. In der Türkei ist das bei Izmir. Das sind insgesamt 75 Mittelstreckenraketen, 25 in Italien, 50 in der Türkei. Und das ist natürlich ein Drohpotenzial gegenüber der Sowjetunion, denn diese Raketen konnten jetzt wichtige sowjetische Städte erreichen und im Falle eines atomaren Schlages also konnte man wichtige russische Städte damit treffen und ja, zumindest vernichten oder zumindest in einen Katastrophenzustand versetzen, sagen wir das mal so. Und das gefiel natürlich der Sowjetunion nicht, aber die Sowjetunion hatte keinen Verbündeten zunächst einmal, der nah genug in den USA dran war, dass man eigene Atomwaffen dort hätte stationieren können. Und so wird die Sowjetunion natürlich mit Freuden beobachtet haben, was im Jahre 1959 passiert ist auf Kuba und in Kuba, nämlich die Flucht von Fulgencio Batista, der bis dahin über Kuba geherrscht hat, und dessen Nachfolger wurde Fidel Castro. Und Fidel Castro verkündete am 1. Januar 1959 den Sieg der Revolutionäre in Kuba. Und was wir jetzt beobachten können, ist eine Annäherung Kubas an die Sowjetunion. Und wie gesagt, das hat natürlich dann die Sowjetunion auch gefreut. Denn man konnte mit Kuba jetzt mit einem Land in Bündnis sein, das ganz nah an den USA dran ist. Schauen wir uns an, wie diese Annäherung verlaufen ist. Im Februar 1960 kommt es zu ersten Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion, also eine erste leichte Annäherung an die SU bzw. UdSSR. Dann können wir aber zunächst einmal 1960 Folgendes erkennen: ein rapides Verschlechtern der Beziehungen zwischen Kuba und den USA. Und das treibt dann natürlich Kuba irgendwie zwangsläufig in die Arme der Sowjetunion. Und zwar gibt es folgende wichtige Ereignisse. Am 4. März 1960 explodiert die La Couvre. Das war ein Schiff, das Waffen geladen hatte. Und zwar stammten diese Waffen aus Belgien. Kuba hatte diese Waffen in Belgien oder ja, diese belgischen Waffen gekauft und wollte sie also einschiffen lassen in Havanna. Das Schiff war auch schon angelegt in Havanna und dann kommt es zu einer Explosion und die kubanische Regierung um Castro gab jetzt die USA die Schuld an dieser Explosion. Man vermutete, dass die USA einfach nicht wollte, dass Kuba sich mit Waffen versorgen konnte. Nun muss man sagen, wenn man auf diese Explosion schaut, weiß man bis heute nicht, wie genau es passiert ist, aber man hat keine stichhaltigen Beweise gefunden, dass die USA tatsächlich ihre Finger im Spiel hatten. Man geht davon aus, dass es tatsächlich nur ein Unfall gewesen ist. Aber trotzdem wurde diese Explosion dann auch propagandistisch genutzt. Es ist jetzt im Grunde egal, wer jetzt seine Finger im Spiel hatte und wer nicht, ob es ein Unfall war oder nicht. Es wurde propagandistisch ausgeschlachtet. Und die USA wird natürlich durch dieses Verhalten von Castro auch provoziert. Und die USA will Castro auch wieder loswerden. Das ist der Plan, der so ab April 1960 verfolgt wird. Denn man erkennt schnell, mit Castro wird es nichts mit einer guten Beziehung werden. Und man sieht ja auch, dass Kuba sich immer mehr distanziert von den USA hin zur SU.
Und die USA will dem entgegenwirken und so werden Exilkubaner an den Waffen ausgebildet. Insgesamt sind 10% der Kubaner emigriert nach der Machtübernahme durch Castro. Das war vor allen Dingen die reiche Oberschicht, die natürlich vieles zu verlieren hatte unter Castro. Und diese werden dann in Teilen natürlich nur ausgebildet an Waffen und sollten später einmal zum Sturze Castros beitragen. Bis dahin passieren folgende Dinge. Es endet die US-amerikanische Wirtschaftshilfe von 200 Millionen US-Dollar im Jahr. Die Ölraffinerien werden auf Kuba verstaatlicht und das war ein Affront gegenüber den USA, denn diese Verstaatlichung verlief ohne überhaupt Entschädigung zu leisten. Das heißt, die US-Konzerne, die dort ihre Ölraffinerien hatten, verloren sie einfach von heute auf morgen. Und sie bekamen keine Entschädigung dafür und die USA reagiert mit einem Handelsembargo am 13. Oktober und Kuba geht dann in der Folge Handelsverträge mit zum Beispiel der Volksrepublik China und der DDR ein. Was aber auch wichtig ist, ist, dass die Sowjetunion als Reaktion auf dieses US-Handelsembargo wirtschaftliche Hilfe zusagt zu Kuba und für Kuba und vor allen Dingen militärische Hilfe. Und das war jetzt der Punkt, an dem für die USA klar war, dass sie irgendetwas tun müssten, um zu verhindern, dass Kuba endgültig auf die Seite der Sowjetunion geht. Und so wird ein Invasionsplan für Kuba ausgearbeitet, und zwar von Seiten der CIA. Und im Januar 1961, das noch zu erwähnen, enden die diplomatischen Beziehungen zwischen Kuba und den USA. Dieser Invasionsplan wird dann versucht oder wird zu realisieren versucht. Das ist die relativ berühmt gewordene Invasion in der Schweinebucht. Kurz zusammengefasst sieht das so aus: Am 15.04. gibt es Bombardements aus der Luft. Es sollte eigentlich die kubanische Luftwaffe ausgeschaltet werden. Dazu verwendete die USA einige Bomber, die, wie man es hier erkennen kann, getarnt waren als kubanische Flugzeuge. Allerdings wurden ein paar der US-Flugzeuge abgeschossen und man konnte sie enttarnen und so flog auch die USA keinen zweiten Angriff und somit wurde dann letztendlich auch die kubanische Luftwaffe nicht gänzlich ausgeschaltet und so konnte diese ja, kubanische Luftwaffe, die noch übrig war, eingesetzt werden bei der eigentlichen Invasion Kubas, die dann am 17. April 1961 begann, eben in der Schweinebucht. Und diese dauerte bis zum 20. April an. Letztendlich scheiterte diese Invasion Kubas. Die Exilkubaner, die überlebt haben, wurden gefangen genommen und fast alle bis auf 14 wurden dann gegen eine Gegenleistung, eine Lösegeldzahlung von 53 Millionen US-Dollar freigelassen. Diese Zahlung erfolgte zum Beispiel in Form von Medikamenten und Nahrungsmitteln. Gut. In der Folge gab die USA zunächst einmal nicht auf, Castro zu stürzen. Es gab jetzt verschiedene Möglichkeiten, was man vorhatte. Diese reichten von Vergiftung bis hin zu Sabotageaktionen und so weiter. Das sind dann die Operation Mongoose und die Operation Northwoods. Aber halten wir das mal ganz kurz. Letztendlich gelingt es nicht, Castro zu stürzen. Und Kuba rückt natürlich durch diese ganzen Ereignisse immer näher ran an die Sowjetunion. Und die Sowjetunion macht jetzt Folgendes. Sie beginnt damit, Kuba aufzurüsten. Und diese Aufrüstung bleibt nicht unentdeckt. Bereits am 5. September 1961 entdecken US-Aufklärungsflugzeuge Startrampen für sowjetische Flugabwehrraketen in Kuba. Also man erkannte schon relativ früh nach dieser misslungenen Invasion, dass die Sowjetunion militärische Interessen auf Kuba verfolgt hatte. Allerdings dauerte es noch ein bisschen, bis die Aufrüstung Kubas tatsächlich so richtig angelaufen ist. Diese beginnt nämlich am 10. Juli 1962 mit der sogenannten Operation Anadir. Im Zuge dieser Operation werden 42.000 sowjetische Soldaten auf Kuba und in Kuba stationiert und es gelangen 230.000 Tonnen an Ausrüstung und Material und damit auch Waffen nach Kuba. Insgesamt wird das Ganze mit 86 Schiffen vollführt, in 183 Fahrten, nur das mal so nebenbei. Und was jetzt aber ganz wichtig ist, unter diesen 230.000 Tonnen Material befinden sich auch 40 R-12 Mittelstreckenraketen und 24 R-14 Mittelstreckenraketen, die mit atomaren Sprengköpfen versehen sind. Das wusste die USA zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, aber damit hatte die Sowjetunion ein Gegengewicht zu den Atomwaffen in der Türkei und in Süditalien geschaffen,
Denn von Kuba aus konnte man mit diesen Raketen natürlich jetzt auch US-Städte treffen. Das werden wir gleich noch auf einer Karte sehen. Im Juli 1962 ist es dann der Bundesnachrichtendienst, also aus der Bundesrepublik Deutschland, der BND, der Hinweise darauf hat, dass die Sowjets irgendwas auf Kuba betreiben, also irgendwie Ausbau von Abschussanlagen, und diese Infos werden an die USA weitergegeben, die dann natürlich Aufklärungsflüge machen, um diesen Hinweisen nachzugehen und um herauszufinden, ob das stimmt. Und tatsächlich am 5. August und am 29. August 1962 werden Anlagen für Luftabwehrraketen entdeckt, und diese Informationen des BND waren also richtige Informationen. Die haben sich als richtig erwiesen, und am 15. September 1962 wird auch ein sowjetisches Schiff fotografiert, nämlich die Poltowa, und diese war beladen mit Waffen und Munition. Also entdeckte hier schon die USA, dass tatsächlich auch Waffen und Material von den Sowjets nach Kuba geschafft worden ist. Das bis hierhin. Bis dahin war es noch keine Kuba-Krise, aber wir nähern uns dahin, und am 14. Oktober 1962 bricht dann diese Kuba-Krise aus. Und diese sollte 2 Wochen lang andauern. Und jetzt schauen wir uns die wichtigen Ereignisse einmal an. Am 14. Oktober 1962 fliegen erneut US-Aufklärungsflugzeuge über Kuba, und dabei fotografieren sie sowjetische Soldaten bei Abschussanlagen für Mittelstreckenraketen. Und das hatte jetzt mehrere Dinge zur Folge. Also diese Fotos wurden ausgewertet, und am 15.10. entdeckt man dann Raketen. Und mit diesen Raketen konnten jetzt einige US-Städte erreicht werden. Und wir schauen uns das jetzt, wie gesagt, gleich auf der Karte an. Und diese Fotos hatten jetzt zwei Dinge hervorgebracht. Erstens, es gibt Raketen, Mittelstreckenraketen, die bei diesen Abschussanlagen sind. Damit waren US-Städte gefährdet. Und zweitens, es waren auch sowjetische Soldaten in Kuba stationiert. Das sind also die Erkenntnisse dieses Tages. Und diese Gefahr für die US-Städte ist es jetzt, die natürlich zum Handeln zwingt, zumindest die USA, denn sie fühlt sich jetzt bedroht. Allerdings ist es so, dass die USA gar nicht wissen, dass auf Kuba Atomwaffen sind. Sie gehen einfach nur von herkömmlichen Mittelstreckenraketen aus und nicht von atomaren Sprengköpfen. Und das wird auch später zugegeben vom US-Verteidigungsminister Robert McNamara. Also, sie haben tatsächlich die ganze Kuba-Krise über nicht ernsthaft daran geglaubt, dass tatsächlich atomare Sprengköpfe in Kuba sind. Das sollte man vielleicht hier hinzufügen. Jetzt in dieser Darstellung wissen wir, es waren atomare Sprengköpfe, aber die USA wussten das die ganze Kuba-Krise über nicht. Sie hatten also nicht wirklich gedacht, dass die Sowjetunion das geschafft hätte. Aber auch so waren diese Mittelstreckenraketen relativ gefährlich. Wir sehen hier auf dieser Karte die Reichweite. Hier dieser Punkt in der Nähe von Havanna, also die Abschussrampe. Und jetzt haben wir drei Kreise eingezeichnet. Dieser dritte Kreis wird uns gleich begegnen. Den ignorieren wir jetzt erst einmal. Uns interessieren jetzt nur mal die ersten beiden. Und wir sehen, diese Mittelstreckenraketen konnten jetzt Washington erreichen. Und sie konnten zum Beispiel auch San Antonio, New Orleans und Miami erreichen. Also das war jetzt eine Gefahr für einige wichtige Städte in den Vereinigten Staaten von Amerika und natürlich auch für die Hauptstadt Washington, D.C. Und deswegen gab es jetzt Anlass für die USA zu handeln. Präsident John F. Kennedy wird am 16.10. informiert. Man beschließt zunächst einmal Geheimhaltung, und man fragt sich, was kann man jetzt tun? Und im Grunde gibt es jetzt vier Optionen. Erstens, man nimmt die Situation so hin, wie sie ist, und gut ist, die Sowjetunion soll ihre Raketen da stationiert haben und man macht überhaupt nichts. Aber das hört sich nicht unbedingt so an wie die USA des Kalten Krieges. Deswegen gab es auch noch andere Optionen. Es gab zweitens die Möglichkeit einer Seeblockade, um eben zunächst einmal gar nichts mehr nach Kuba reinzulassen an Material, Waffen und sonstigen Dingen. Drittens gab es noch die Option eines Luftangriffes, um damit diese Abschussanlagen zu zerstören. Allerdings stellte sich später heraus im Laufe der Kuba-Krise, dass ein Luftangriff nicht alle Anlagen zerstören könnte, und man hatte noch die Idee einer Invasion. Und diese vier Dinge werden uns gleich nochmal begegnen. Am Folgetag, jetzt am 17. Oktober, das ist nämlich noch weiterhin wichtig, entdeckt man auch noch andere sowjetische Raketen,
die jetzt noch eine größere Reichweite hatten. Wie gesagt, auch an dieser Stelle, die USA wissen nicht, dass auf Kuba atomare Sprengköpfe sind, aber jetzt hat man Raketen entdeckt, die also diesen dritten Kreis hier erreichen können. Und damit sieht man, fast alle Städte in den Vereinigten Staaten von Amerika hätten jetzt von diesen Raketen angegriffen und erreicht werden können. Also die Situation war noch viel drängender und so war also jetzt wieder die Frage nach den Optionen. Welche Optionen sollte man denn jetzt verfolgen und wählen? Die Generäle waren für die Optionen 3 und 4, ein Luftangriff gepaart mit einer Invasion. Kennedy und die Mehrheit seiner Berater dann stimmten allerdings dem noch nicht zu. Sie wollten zunächst einmal nur eine Seeblockade gegenüber Kuba verhängen. Diese wurde dann am 21.10. des Jahres 1962 auch genehmigt von John F. Kennedy. Jetzt war aber diese ganze Kuba-Krise bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht öffentlich. Die US-Bevölkerung wusste gar nicht, dass auf Kuba Waffen stationiert sind, Raketen, die sie erreichen und hätten treffen können. Und auch die Sowjetunion wusste noch nicht, dass die US-Amerikaner wussten, dass Raketen auf Kuba sind. Und ehe Khrushchev dies verkünden konnte, hat Kennedy eine Fernsehansprache gehalten. Also Khrushchev hatte schon den Plan, irgendwann in einem günstigen Moment den USA oder die USA vor geschaffenen Tatsachen zu stellen und zu sagen, dass auf Kuba die Abschussanlagen bereit sind mit den Raketen. Allerdings die USA kamen dem dann letztendlich zuvor. Am 22. Oktober 1962 gibt es eine Fernsehansprache von John F. Kennedy und dort wird dieser Raketenfund publik gemacht. Es wird die Seeblockade, die beschlossen ist, angekündigt und Khrushchev wird aufgefordert, diese Raketen wieder aus Kuba zu entfernen. Und auch ganz wichtig, es wird ein atomarer Gegenschlag angedroht für den Fall, dass irgendeine Rakete auf die USA abgefeuert wird. Also es wird mit einem atomaren Gegenschlag gedroht. Das ist ganz wichtig. Die USA wussten ja nicht, dass auch Atomwaffen auf Kuba waren. Also ein Atomkrieg stand somit im Raum. Diese Blockade beginnt am 24. Oktober. Khrushchev fand diese Seeblockade für nicht gerechtfertigt, denn er sagte, die Raketen seien ja nur zur Verteidigung gedacht. Aber trotz der Ablehnung Khrushchevs gegenüber der Seeblockade drehen die sowjetischen Schiffe zunächst einmal ab. Und damit kommt es nicht zu einer direkten Konfrontation. Am 25. Oktober gibt es noch eine UN-Debatte zu dieser ganzen Entwicklung, aber viel wichtiger sind dann die Ereignisse der nächsten 3 Tage. Am 26. Oktober 1962 erreicht nämlich John F. Kennedy ein Schreiben von Khrushchev und er bietet ihm jetzt Folgendes an: Die Sowjets würden die Raketen abziehen aus Kuba und zwar dann, wenn die USA zusichern würde, in Kuba keine Invasion durchzuführen. Dem stimmt Kennedy zu. Allerdings ist das noch nicht das Ende der Kuba-Krise, denn Khrushchev ist davon noch nicht ganz überzeugt. Und zugleich meldet sich auch Fidel Castro zu Wort, der ja als Regent über Kuba ja auch irgendwie involviert ist. Und dieser fordert einen atomaren Erstschlag gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, sollte die USA tatsächlich die Invasion trotzdem durchführen oder eine Invasion durchführen. Allerdings lehnt dies Khrushchev ab, denn für Khrushchev war klar, ein atomarer Erstschlag bei einer Invasion Kubas gegen die USA würde zu einem Atomkrieg führen und das wollte er nun auch nicht. Insofern erkennen wir hieran, Fidel Castro ist bei dieser Kuba-Krise nicht mehr als ein Nebendarsteller, der eigentlich nicht irgendwie einen Einfluss hat auf eine der beiden Supermächte, schon gar nicht also auf die verbündete Sowjetunion. Es kommt dann am 27. Oktober 1962 zum sogenannten Schwarzen Samstag und hier wird immer wieder gesagt, hier entging die Welt sehr knapp dem Dritten Weltkrieg, denn es war so, dass US-Zerstörer auf See ein sowjetisches U-Boot zum Auftauchen gezwungen haben. Allerdings hatte dieses sowjetische U-Boot Nuklearwaffen an Bord und war auch bereit, diese zu zünden, beziehungsweise sie waren autorisiert gewesen, diese zu zünden. Also sie hätten auf diesen Zwang des Auftauchens mit einem Abschuss reagieren können und dann wäre sehr wahrscheinlich der Dritte Weltkrieg ausgebrochen zwischen den USA und der Sowjetunion. Allerdings ist der oder einer der 3 Offiziere, Wassili Alexandrowitsch Archipow, dagegen, die Torpedos ohne weitere Anweisungen aus Moskau zu zünden,
Deswegen werden die Torpedos nicht abgeschossen und somit entgeht man, wenn man also wirklich der Geschichtsschreibung glaubt, dem Dritten Weltkrieg zu diesem Zeitpunkt. Am gleichen Tag gibt es aber noch ein zweites prekäres Ereignis. Ein US-Aufklärungsflugzeug wird über Kuba abgeschossen. Der Pilot, der Major Rudolf oder Rudolf Anderson, stirbt dabei. Allerdings will Kennedy hier keinen Gegenschlag. Insofern geht das auch noch mal glimpflich aus. Und hier, bevor wir jetzt weiterschauen, ist auch noch eine Fotografie des russischen U-Bootes zu sehen, mitsamt eines US-amerikanischen Helikopters. Also, wie gesagt, das war eine enge Kiste an diesem Tag. Es ging noch mal gut aus. Am 27. Oktober, also immer noch am Schwarzen Samstag, gab es immerhin aber noch eine Sache, die jetzt zur Lösung des Konfliktes beitragen sollte. Es gab ein zweites Schreiben von Khrushchev und dort bietet er Folgendes an: Abzug der sowjetischen Raketen gegen erstens keine Invasion Kubas durch die USA, das kennen wir ja von eben schon, vom ersten Angebot, und zweitens Abzug der US-Raketen aus der Türkei, denn das war ja eigentlich das, was die Sowjetunion wirklich interessiert hatte, diese Bedrohung aus der Türkei loszuwerden durch die Raketen, die dort stationiert waren. John F. Kennedy stimmt dem zu, allerdings in der Form, dass dieser Abzug der US-Raketen im Geheimen stattfinden solle, also nicht publik gemacht werden solle, denn die USA wollte damit die Bündnispartner nicht verstimmen und als Verlierer aussehen. Diesem Vorhaben wird dann zugestimmt und zwar von Khrushchev am 28. Oktober 1962, und somit ist die Kuba-Krise beendet und damit der Höhepunkt des Kalten Krieges auch erreicht. Also diese Kuba-Krise ist die Spitze des Kalten Krieges. Was passiert danach? Schauen wir noch ganz kurz auf wichtige Dinge danach. Zunächst einmal, was den Raketenabzug betrifft und den Abbau betrifft. Der beginnt dann schon am 5. November 1962 auf Kuba. Er ist offiziell nach 5 Tagen beendet, de facto allerdings erst im Januar 1963. Es dauert alles ein bisschen länger. Am 20. November 1962 wird die Seeblockade gegen Kuba von Seiten der US-Amerikaner aufgehoben und auch die Raketen aus der Türkei verschwinden dann also, aber wie gesagt, insgeheim. Und in der Folge kommt es dann zu einer Entspannungspolitik zwischen den beiden großen Mächten, zwischen den Supermächten, denn diese ja, Aktionen auf See und die gesamte Kuba-Krise hat ja beide an den Rand eines Krieges gebracht und die Welt damit an den Rand eines Dritten Weltkrieges und vor allen Dingen auch an den Rand eines Atomkrieges, und beide wollten das ja im Grunde dann doch nicht. Und so entspannt sich die Lage und es kommt zum Beispiel 1963 dann also im Folgejahr zur Einrichtung des sogenannten heißen Drahtes, der Hotline oder wie man auch sagen würde, das rote Telefon, denn es existierte keine Direktverbindung zwischen Washington und Moskau und das wäre bei dieser Kuba-Krise sicherlich nicht verkehrt gewesen, anstatt Schreiben zu verschicken, die dann erst mit ja, oder nach Tagen ankommen. Und 1969 gibt es dann zum Beispiel auch noch das SALT-Abkommen, also ein Abkommen, das die Anzahl an Raketen limitieren sollte. Also es kommt insgesamt also zu einer Entspannungspolitik, nachdem der Kalte Krieg seinen Höhepunkt erreicht hatte. Das soll es also zur Kuba-Krise von 1962 gewesen sein. Ich hatte es am Anfang gesagt, es gibt auch noch Videos zur kubanischen Revolution und zur Invasion in der Schweinebucht. Und wer sich für diese Videos interessiert, der kann mal unten in die Beschreibung schauen. Dort sind die entsprechenden Verlinkungen. Oder ihr schaut in die Infokarte herein und da findet ihr auch diese Videos. Und da könnt ihr einfach durch einen Klick zu diesen Videos gelangen.